So, Freunde der gepflegten elektronischen Unterhaltung, gleiches Team, gleicher Auftrag, Tag 2. Der wird jetzt ein bisschen langweilig, da können wir uns einfach so irgendwie unterhalten, da dürfte jetzt eigentlich nichts passieren. Oh Gott und die Welt. Da brauchen wir auch keinen Scharfschützen kaufen. Ne, wir brauchen auch keinen Profifahrer. Dann können wir direkt loslegen. Der dritte Tag, der wird ein bisschen, der kann knifflig werden. Ja, wollen wir das Gold holen? Nein, ja. So. Einmal Duck. Ja, was haltet ihr denn so von Payday eigentlich? Ja, ich habe ja schon mit, ich gehöre zu den Leuten, die Payday 1 sogar gespielt haben. Ja, ich habe mir Payday 1 jetzt in Sale geholt. War das alles? Ja. So, Danny kommt wieder ins Auto. Und Zug. Ich muss sagen, das ist... Ja. Also ich muss sagen, ich hatte ja Payday damals ursprünglich geholt, um mit dem Tim ein Spiel spielen zu können. Und dann haben sie es irgendwie sehr viele geholt. Ja, irgendwie alle. Und jetzt ist es das meiste so geschenkt. Das Spiel bei uns. Ja. Da geht ein Handy irgendwo. Also in echt und... Geh nicht ran. Und man muss aber sagen, am Anfang haben es deutlich mehr gespielt. Inzwischen hat es doch sehr stark nachgelassen. Ja. Ja, da haben wir andere Creatures Spiele. Were here. Ich will ETS haben. Den Eurotruck-Simulator. Ja, der... Das ist einer der wenigen Simulatoren, die mich auch wirklich interessieren, die ich auch selbst gespielt habe. Haben ja jetzt auch einen Multiplayer-Mod. Ist durchaus interessant, ja. Ich will hier raus, ich will nicht bei den Irren sein. Mann, ich hab Angst! Also ich muss sagen, als ich das erste Mal den Auftrag gespielt habe, dachte ich, jetzt passiert irgendwas. Irgendwas Spektakuläres, nachdem sich die Tür wie mit einer von einem Geist. Ja, man muss ja wissen, wir haben jetzt Gemälde für einen Politiker geklaut, ne? Obwohl wir für einen Elefanten arbeiten. Tim, kein Geld nach oben werfen. Kein Geld nach oben, Tim. Nur einmal passiert, yo. So, dann haben wir alles. Ich bin der Gay. So, dann gehe ich. Ich gehe. So, warte, ich gehe mit. Schmeiß alles da. Alles klar. Laufen. Du hast eine Geldtasche auf dem Rücken. Dann nehme ich die mit, ist mir auch egal. So, es sind die einzigen drei, die wir jetzt hier haben. Die zwingen wir auf den Boden und fesseln sie einfach. So. Damit haben wir's. Jetzt heißt es einfach nur die Taschen zum Van tragen und dann haben wir den Auftrag geschafft schon Tag 2. So. Sind alle. Ich muss hier nur noch eine holen. Der zweite ist langweilig, muss ich sagen, wenn man den ersten Installed geschafft hat. Ja, der zweite, der kann sehr knifflig sein, wenn man laut gemacht hat. Nicht schafft. Wobei, wenn man den Scharfschützen nimmt, ist auch das easy going. Ja, das ist nur hier in der Halle ein bisschen kritisch. In der Halle, der trifft dann nix. Ich würde dann gerne, das ist jetzt Overkill, dann können wir entweder überlegen, ob wir es dann nochmal auf Todeslust machen, oder ob wir dann anderen auf Todeslust machen. Was war das denn für ein Urschrei? Mir, beziehungsweise uns egal, du bist hier der. Dann, ja, ich will ja auch spielen, worauf ihr Lust habt. Du bist derjenige, der sich blamiert, wenn wir es nicht schaffen. Ich kann ja einen guten Job machen, ihr könnt es ja verkacken. Dann hab ich... Was ist es? So, jetzt möchte ich vorweg sagen zu dem Tag 3. Wir sprechen jetzt in die Villa des Senators ein, für den wir ursprünglich diese Bilder geklaut haben. Da sind nämlich jetzt Kameras drin und da können wir jetzt in der Wohnung uns ein bisschen umgucken. Man kann jetzt, also wir müssen mindestens die 6 Geräte holen, das sind 2 externe Festplatten, der Laptop, das Handy und das Tablet. Dann müssen wir ins Büro von dem Senator den Tresor freischalten. Dann müssen wir den Tresor finden, der kann an 3 Stellen sein. Dann 2 Stellen und eine schöne. Ja, wobei zwei schöne Stellen und eine beschissene. Und dann müssen wir in diesen Tresor Koks deponieren. Und dann können wir alternativ noch Goldtaschen aus dem Tresor rausholen. Also das Minimum ist, das Koks im Tresor zu deponieren. Das müssen wir machen. So. Und fangen wir mal an. Here we go. Der Film ist nur so von Waffen. Ja. Framing Frame auf Deutsch Bilderrahmen. So, dann fangen wir mal an. Einer müsste oben dran bleiben, der uns das spottet. Wo denn? Am Computer, am Startpunkt.
Okay. Boah, okay, das ist eine Wache. Boah, hä? Ja. Ah, ich bin auch nicht ja schon dabei hier. Da kann sie nicht mehr durch, wenn der schon. Ja, ist bei mir. Ja, wenn man auch schnell durchkommt. Okay, da haben wir schon mal das Handy. Ach, ihr seid da. Ach, ich geh jetzt mal zu Tokoro. Ja, ich bin hier unten. So, wir sind ja natürlich jetzt etwas konzentrierter und sind daher auch nicht so gesprächig, ja. Gesprächsfreudig. So. Ich habe eine Festplatte. Oh, 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 oh. Guck mal nach, ob der hier drin ist. Ja, der Tresor ist auch noch an der schönen Stelle, perfekt. Echt, da, hey, lol, okay, ich lag einfach mal die derbste. Das war, wenn ich mal drin sag schon, da ist der. Okay. Okay, da vorne liegt, glaube ich, was. Ein Tablet. Ja, ich muss ins Wohnzimmer rein, da sind aber Leute. Ach, warte, wo sind die easy going? Das weiß ich, wie es geht. Das ist richtig easy. Das weiß ich, ich und Chris kennen den sobald ich den. Ja, immer wenn ich mit Tux spiele, spielen wir eigentlich immer diesen Auftrag irgendwie. Ah! Nein. Ja, Chris, wir machen den einfach zu Entspannung, weil wir wissen, wie wir den machen. Ja. Wie wir den machen können. Okay, so. Da haben wir jetzt eine Kamera über der Tür, das ist jetzt dann... Alter, wie viele Leute sind das? Das ist Overkill, das ist noch nicht mal Todeslust. Drei Leute kümmern sich um das Wohnzimmer. Ja, ja. Ach, die sind da oben, gell. Der gar nichts. Oh, pardon. Ja, okay. Am besten wäre, wenn wir irgendwie noch wirklich ein oder zwei Wochen rausnehmen könnten. Ah, da kommt jetzt einer hoch, da kommt glaube ich einer hoch, den hole ich mir. Ich hab ein Problem. Ja, da kommt einer hoch. No problems except maybe I shouldn't have had that hot dog. Muss gucken, dass der da unten weggeht, wo bei mir ist. An ja, verkackt, super. Ja, noch ein paar, ich habe ja nicht genug. Also es sind jetzt noch 4 Wachen, die da rumlaufen. Okay, eine Wache habe ich rausgenommen. Ja, wir müssen trotzdem 3. Noch eine externe Festplatte, super. Ja, jetzt habe ich irgendwie ein Problem. Jetzt brauchen wir nur noch den... Alter! Tokus, was ist da? Ich bin um! Ah, scheiße. Das war's. Lass noch mal neu machen. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Warum sind die 3 Leute? Warum du auch noch? Bams. Warum bist du auch hier? Alle kommen zu mir, so toll. Ja, Tok, alle mögen dich. Alle wollen zu mir. Ja, schön. Komm zu mir, Tim. Tok, du musst von ganz oben runterspringen. Ha, ich hab's besser als ich, bin über euch. Bist du auf dem Regal gelandet? Richtig. Okay, so. Wo rennt denn Danny rum, da? Ich versuch's. Du musst vom Dach, geh mal von dem ganz oben vom Gelände runter und dann musst du durch das Fenster durchspringen, da wo Tim und... Tim, war schön mit dir. Tim und Tuck liegen. Grüß dich, heb dich auf. Ne, ich bin schon weg. Ja, spring, Danny! Richtig. Und er landet natürlich auf dem Mittelkreuz. Einfach durchspringen. Einfach durchspringen. Richtig. Ja, er hat's geschafft. Yeah. Wie es einfach mal aussieht, wie er den Kopf so verdreht. Mich mögen viele Menschen nach dem Anschein. Ja. Alle kommen. Natürlich ist es jetzt wieder so, dass die Gegenstände wieder ganz woanders liegen können. Alles gut. Können, ja. Aber vielleicht hat man ja auch Glück. Die können sogar jetzt besser liegen, das kann durchaus sein. Eigentlich ist es mit dem Wohnzimmer voll easy. Ja. Eigentlich richtig einfach. Also der Tipp ist, wenn ihr das selbst mal auf Stealth machen wollt, ihr dürft nicht zu defensiv sein. Ihr müsst manchmal richtig rotzfrech einfach reinrennen. Das ist eigentlich der Schlüssel bei dem Ding. Ja, dann warte ich eben, bis du wieder drin bist. Willst du dann gerade einen Cut machen oder willst du gerade durch weg aufnehmen, weil du nimmst schon eine Zeit lang wieder auf? Ja, dann mache ich einen Schnitt jetzt direkt auch, dann passt das ja jetzt. So, dann bis später. Bis gleich. Was war das? Was war das?